Meine Freunde, welcome back zu einer weiteren Folge der Pokémon VGC Wi-Fi Battles. Heute spielen wir mit einem neuen Team gegen unseren Gegner. Und zwar haben wir ein Indeedee, ein Calyrex, ein Kyogre, ein Dracozolt, ein Whimsicott und ein Cinderace. Wir haben also wahrscheinlich sowas wie ein Bizarro-Raum-Team slash ein Team, womit wir uns schon ein bisschen besser auskennen. Und zwar etwas, was so ein bisschen Rückenwind etc. Setup. Unser Gegner hat auf jeden Fall ein Bizarro-Raum-Team. Und oh mein Gott, was für coole Pokémon er dabei hat. Orangutan, keine Ahnung mehr, wie der... Oranguru heißt es, glaube ich. Und hier Wummer. Mega, mega nice. Ich habe absolut keine Ahnung, womit wir jetzt leaden sollen. So, Indeedee. Das Weibliche, das hat wahrscheinlich die Spotlight. Okay, kein Bizarro-Raum, aber das Spotlight. Flächenmacht Spotlight. Samenbomben, Blizzard-Lanze, Fontränen, Ursprungswoge. Was haben wir hier für ein Item? Haben wir ein Walbrille. Barbiribeere. Okay, wir haben die Walbrille, Walband, Fokusgurt und Life Orb. Okay, ich glaube, ich weiß schon ungefähr, mit was ich leade. Und zwar Whimsy Kyogre. Das ist einfach die Combo des Todes. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie gut es wird. Schauen wir mal, wie gut es wird. Sie hat einen Sonnentags-Setupper oder eher. Dementsprechend könnte ja mein Kyogre ein bisschen kontern, außer ich Dynamaxe mein Temperatur. Okay. Calyrex, Bizarro-Raum. Ja, die sind eigentlich schon sehr langsam, die beiden. Da muss ich eigentlich erst gar nicht aufsetzen mit Whimsy. Ehrlich gesagt, kann ich einfach für den Wassermove gehen. Ja, von Tränen. Bap. Verhöhner auf. Oranguru. Seitend. Gut, dann wäre ich lieber auf die rechte Hand gegangen. Oh, das war ein Crit auf Calyrex, glaube ich. Oh, das ist ja natürlich ganz bitter. Also wenn jetzt nicht direkt der Disconnect kommt, der Frust-Connect, Alter. Dann weiß ich auch nicht. Kyogre mit... So ein... Imagine, du spielst Seitentauschstrategie und hast aber ein Specs Kyogre im Regen. Full KP. Oh my goodness! Oh! Also Leute, no joke, ne? Wenn ihr laddern wollt und ihr wollt einfach in die Meisterball-Klasse kommen schnell, nehmt einfach einen Kyogre und einen Whimsicott mit. Kyogre Whimsy mit Specs ist einfach pure Ekelhaftigkeit. Also ekelhafter als das geht's nicht. Es ist einfach nur ultra disgusting. So. Was macht Wummer? Wummer macht ehrlich gesagt gar nichts mehr. Wir gewinnen 4:0 und zwar ohne auch ein einziges KP verloren zu haben wahrscheinlich. Wobei Wummer wird uns noch ein bisschen was abziehen. Oder? Es wird resistiert. Oh mein Gott. Leute, ich sag's euch, Groudon und Kyogre und Dialga sind probably die stärksten Scheiß-Legis, die es jemals gab, Alter. Kyogre ist so insane. Groudon kann auch gut sein. Groudon ist halt ein guter Supporter und kann, wenn er
aufsetzt, sehr guten Damage machen. Kyogre ist ein Aimbot. Kyogre ist Autopilot. Du kommst rein und zischt erstmal das Gegnerteam weg. Wenn du da nicht eine krasse Antwort wie hier Regieleki am Start hast oder so, hast du bei Kyogre einfach verkackt, Alter. Dialga ist probably das beste Dynamax-Legi, was es gibt. Kyogre ist probably der beste Sweeper, den es gibt. Und Groudon ist wahrscheinlich der beste Setupper / Damage-Dealer. Alter, Kyogre ist so böse Hyper-Offensive, Mann. Oh, Junge. Da tun mir die Gegner halt wirklich schon leid, ne? Das ist halt echt schon disgusting. Aber again, es ist eine valide Strategie. Wenn ihr schnell mal in die Hyperball, Meisterball, Klasse, was auch immer kommen wollt, dann, again, gönnt euch Specs Kyogre und let it rip, meine Freunde. So. Der Kollege könnte interessant werden. Warte mal, wer von meinem Team hat jetzt überhaupt den... Habe ich überhaupt... Ich habe niemanden, der Bizarro-Raum kann. Okay. Dann verstehe ich nicht, warum NDD am Start ist. Was genau beschützt NDD? I don't know. Auf jeden Fall hat Whimsy den Gigadrain für Dingens? Nein? Wow. Was macht dieses Team gegen Gastrodon? Samenbomben. Mhm. Turmki Feuerball, oh je, Bro. Will ich Zolt mitnehmen? Gegen Glurak haben wir halt dann fast nichts. Nee, wir brauchen eigentlich schon, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Mal sehen. Unser Gegner... ein mega cooles Bild, was die da hat, Alter. Holy shit. Richtig nice. Unser Gegner hat Threads, auf jeden Fall. Ja, krasse Threads. Jetzt sehen wir mal, wer schneller ist. Vielleicht gespeedcreep, dass wir ohne... Ah, shit, okay. Das ist ganz so gar nicht gut. Die Dürre cancelt den Niesel wieder sehr schnell aus. Da heißt es wohl aus die Maus. Okay, gehe ich trotzdem für einen Rückenwind mit Whimsy und dann einfach Cinderace? Oder was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt wieder? Wieder hier, Mann. Ja, wir gehen auf den Rückenwind. Maybe zu Cinder. Der Wollknäuel wird wahrscheinlich jetzt gefistet werden, weil das Ding wird, ne? Gastrodon. Sehr gut gespielt. Groudon erstmal in Sicherheit gebracht, ne? Die Schäfchen ins Trockene. Weil dann kann er jederzeit mit Groudon wieder rauskommen. Schnibidibidibidu. Schnibidibabibab. So, da kommt der Rückenwind. Ich habe leider nur eine Pflanzenattacke in meinem Team. Und die ist auf diesem einen, ne, die ist auf Calyrex drauf. So, das war's. Whimsy wird jetzt sterben. Und genau das war das Problem. Gastrodon in Kombination mit Groudon, Glurak ist halt einfach ein Threat für unser Team. Muss man sagen, Mann. Und wir haben gar nichts gemacht in der Runde, by the way. Jetzt ist halt die Frage, gehe ich zu Calyrex und Samenbombe dieses Ding oder was mache ich jetzt?
könnte zu Kyogre. Könnte zu Kyogre gehen. Aber da bleib ich doch stehen. Mach jetzt mal Heck Mac hier. Trink kein Bier, denn ich bin... Er wird halt safe zu Groudon. Und das Problem ist, dann wird der Donner nicht treffen, right? Das bedeutet, theoretisch müsste ich Dynamaxen und Glurak einfach mal mit einem Elektromove wegzünden. Mit dem Elektromove. Und ein Turmkick. So. Er muss sein Groudon wieder zurückholen. Und das frisst jetzt einen Stab-Turmkick. Right? Ich hätte... Der Pyroball wäre wahrscheinlich stärker gewesen. Aber das ist halt so ein Midground-Play, ne? Ist okay. Kacke wäre, wenn Glurak jetzt auf den Flug-Move geht. Dann outspeedet er und trifft sehr effektiv. Können wir bitte treffen? Danke. Bah. Der macht 50% on point. Leider triggern wir aber damit dann die Beere. Oh, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Da kommt das Gewitter. Reicht leider nicht für Glurak. So, da kommt die Dynaflora. Cancelt unser Elektrofeld direkt wieder aus. Was okay ist, weil er jetzt outspeedet er nicht. Und wir können dann einfach den Regen rausholen. Das sieht nicht so bad aus für uns. Das sieht nicht schlecht aus jetzt. Aber er kann halt Kyogre dann einfach rausnehmen, ne? So, Eis wird halt nicht genervt. Mit dem Feuerball kann ich das Glurak wahrscheinlich rausnehmen in der Sonne, oder? Trotz Resist. Ich meine, ich kann auch auf den Tiefschlag gehen oder so, aber ne. Groudon wird zurückrufen, okay, interessant. Gastrodon, okay. Stark, sehr stark. Dann dürfte nachher der Rückenwind eigentlich vorbei sein. Okay, dann kriegen wir jetzt Erholung. Noch eine Runde, das ist ehrlich gesagt gar nicht so bad für uns. Die Runde war stark. Diese Runde war so stark. Die Solarkraft macht Glurak nichts mehr, aber das Wetter jetzt dafür, ne? Wir sind sowieso schneller als Glurak, oder? Oder hat er einen Init-Boost? Ich muss mal ganz kurz gucken. Muss mal gucken. Wenn er nur noch Groudon in der Hinterhand hat, dann ist er eigentlich ein gefundenes Fressen für Calyrex. So, lass mich mal ganz kurz checken. Hat Glurak... Glurak hat keinen Init-Boost. Das heißt, wir outspeeden ihn so oder so. Das bedeutet, let's go. Cinderace ist ein bisschen schneller. Was kommt rein? Kommt Groudon oder? Ja, Groudon kommt rein. Frisst jetzt einen Pyroball in der Sonne. Also er macht es nicht besser mit diesem Rumgeswitche, to be honest.
macht's nicht viel besser. Protected, okay. Interessant. So, Feuerball. Treffen glücklicherweise. Kann nämlich immer schön verfehlen. Das hat almost gereicht. So. Gehen auf den Dynafrost. Der dürfte Groudon eigentlich killen. Bin mir nicht ganz sicher, ob es reicht, aber ich glaube schon. Ja, doch. Müsste Groudon killen. Müsste Groudon killen. Glurak ist halt schneller als Kyogre, glaube ich. Oder Kyogre hat nicht genau 100. Kyogre hat, glaube ich, ein bisschen weniger. Weiß es schon wieder nicht mehr, ey. Der Giga-Feuerflug, ey. Der ist halt auch wirklich ätzend, ne? Aber trifft keine Feuer-Pokémon, ist mir aufgefallen. Also sowas wie Cinderace wird nicht getroffen und so. Das ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen, weil dann kann man den so ein bisschen stallen. So, der Rückenwind ist weg. Jetzt ist quasi Glurak wieder am Start, aber... Hotspeed ist trotzdem kein Cinderace. Das ist halt... It is what it is. Boom. Ja, dann gehen wir einfach auf die Wahlglas-Eisstrahl. Warte mal, Feuerball kann verfehlen. Ach, es kann einfach alles verfehlen. Dann gehen wir einfach auf den Tiefschlag. Gehen wir auf den Tiefschlag. Er spielt viel zu defensiv. Er switcht die ganze Zeit hin und her und protected und so. Und ich greife halt einfach dann die ganze Zeit sein Team an. Mach mal was, sonst wird's noch ein 4-0. Ja, GG. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber gut, ich überlebe das mit 5 KP. Cinderace gefährlich, gefährlich. Darf man nicht unterschätzen. Ist immerhin ein Starter und gerade mit Wandlungskunst ein insane starkes Pokémon. So, jetzt ist die Frage. Kali, Kali, Rexy. Wir müssen das machen, sonst gewinnen wir im Late Game nicht gegen diesen Hund, weil der Hund wird jetzt mein Cinderace rausnehmen. Und wenn nicht, dürfte ein Feuerball reichen. Wenn er auf Calyrex-Slot geht, reicht ein Feuerball. Und wenn er Dingens raushaut, dann muss er sich entscheiden. Genau, jetzt muss er sich entscheiden zwischen Kyogre und dem Pferd da drüben. Wird sich aber wahrscheinlich dann für Kyogre entscheiden, ne? Weil ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Pferdestärke. Ich glaube nicht, dass Pferdestärke reicht. So, aber jetzt haben wir halt den Niesel wieder. Und jetzt gehen wir auf die Ursprungswoge, die gespext ist. Und wenn wir verfehlen... Ja, Digga, das wird super knabbidi-dabbidi jetzt wieder, ne? Oh, er schlitzt in die Barbieribeere rein. Okay, das ist ein Win, glaube ich. Das ist ein Win. Wenn wir treffen, ist es ein Win. Geht auf Calyrex. Aber ich bin doch gespext. Mekayogre... Und das war's. Garim! Meine Freunde, lasst einen Daumen da für die spannenden Matches. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kuss auf die Nuss. Danke für die Treue und...